was wird. Ja, also das ist so. Der Kibbutz hat sich sehr verändert in den letzten 10, 15 Jahren. Der Kibbutz wurde gegründet, der erste 1909, beim Genezaretsee, Degania. Aus dem Grunde, dass man Sümpfe entwässern musste, dass man überhaupt erst einmal irgendeine Landwirtschaft aufbauen musste, es war hier nichts. Also es war alles sehr, sehr, sehr einfach überall und sehr primitiv, weil mehr hatte man nicht. Und die Leute haben gearbeitet, weiß ich, 12 Stunden am Feld und haben sehr, sehr hart gearbeitet und haben aufgebaut hunderte von solchen Kibbutzim, die Grundlage waren zum Teil eigentlich dieses Staates. Ja. Der Kibbutz ist eigentlich gegründet worden als eine sehr, sehr soziale Gemeinschaft. Kibbutz ist bis heute eine direkte Demokratie, das heißt, alle bestimmen alles. Wir bestimmen nicht irgendwelche Leute, die für uns bestimmen, sondern wir bestimmen zusammen. Also, weil man aber nichts hatte, war das sehr einfach, Kommunist zu sein. Ich sage immer, Kommunisten können nur dort sein, wo es nichts gibt. In dem Moment, wo die Leute Geld haben, funktioniert das nicht mehr. Das hat sich natürlich alles sehr, sehr geändert. In den letzten, 15 Jahren oder so, schön langsam, wurde privatisiert. Der Kommunismus ist vorbei, aber das Sozialsystem ist da. Auch wenn er ein Krüppel ist, auch wenn er alt ist, auch wenn er was immer ist. Jeder wird seine Wohnung weiter behalten und sein Essen haben und seine Medikamente haben und seinen Strom kriegen in der Wohnung. Das gibt es nicht, dass hier jemand plötzlich nicht mehr weiter kann. Das gibt es nicht. Und wie ich das erste Mal hergekommen bin, war ich kam nach einem über 400 Mitglieder. Und die Geburtsversammlung war ein Speisesaal und da waren wirklich alle dort. Der Staat müsste uns erlauben, dass die Kinder hier sich Häuser bauen und das geht im Moment nicht, weil da müssen sie erst irgendetwas dort mit dem Boden. Der Boden gehört dem Staat, das ganze Land und das wurde hergeborgt. Und also es ist wahnsinnig kompliziert und schön langsam wird das hoffentlich gehen. Darum sind wir heute nur ca. 200 Mitglieder. Also was gut ist, das ist gut. Gut ist das Sozialwesen, gut ist, dass wir einander helfen, gut ist, dass wir in einer Gemeinschaft leben, die menschlich ist und humanistisch ist und nicht andere verurteilt, dass es Araber gibt, die bei uns angestellt sind, dass es sudanische Afrikaner gibt, die hier arbeiten, weil wir absichtlich welche hergeholt haben, weil es solche Flüchtlinge hier gibt und wir finden, dass das normal ist, dass die hier auch arbeiten. Was sich noch ändern sollte, ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, es ändert sich sowieso. Alles, was nicht okay ist, ändert sich ganz einfach. Weil es eine direkte Demokratie ist und wenn die Leute finden, dass etwas nicht okay ist, dann schreien sie und dann wird es geändert. Ich bin in Budapest geboren, in 1947, also gleich nach dem Krieg. Meine Eltern haben den Holocaust überlebt, indem der Raoul Wallenberg, falls ihr von ihm gehört habt, sie gerettet hat. Jedenfalls sind wir dann in 1956 geflüchtet, also richtig, richtig geflüchtet, zu Fuß in der Nacht, im Dezember, in Kälte und Gatsch. Ich war 9,5 Jahre alt. Also ich sage immer, dass ich sehr gut nachfühlen kann, was Flüchtlinge empfinden. In 68, da war ich 21, also eigentlich mit 20 war der Sechstagekrieg hier. Die meisten Leute auf der Welt haben keine Ahnung gehabt, was Israel ist und was überhaupt hier ist. Und es war vollkommen uninteressant. Und warum erzähle ich das? Weil dieser Sechstagekrieg, der wirklich unglaublicherweise 6 Tage lang nur gedauert hat. Nach 6 Tagen haben alle arabischen Staaten so gemacht. Eine unglaubliche Masse von jungen Menschen aus allen Ländern, aus Amerika, aus Skandinavien, aus Österreich, aus wo immer, Australien, Südafrika, von überall her überströmten Israel und wollten in Kibbutzim arbeiten, um dieses Wunderland zu sehen. Und ich schrieb auf Englisch einen schönen Brief, weil ich dachte, Deutsch mögen die vielleicht nicht. Und habe geschrieben, also ich bin aus Budapest und ich lebe in Wien und ich möchte gerne, es ist wichtig, dass ich in Kibbutz komme. Und ich kam her und war dann also sofort irrsinnig begeistert. Also mir war klar in diesem einen Sommer, dass ich hier leben werde, vollkommen klar. Ich kann das nicht erklären. Mit aller Liebe, die ich in Wien war, war ich ja doch keine Österreicherin irgendwo. Und mein Mann, der hatte zwar komplett österreichische Eltern, ist aber in England geboren. Und irgendwo hat sich dann bei uns das getroffen, dieses eigentlich, was ist unsere Heimat? Haben wir sowas?
Er ist so halber Engländer und halber Österreicher und ich bin so und so. Und da wir ja nicht herkommen im Gegensatz zu Viktor und Chaim, weil wir geflüchtet sind von etwas, sondern wir sind einfach wirklich aus Überzeugung hergekommen. Schwer zu erklären, vielleicht versteht sie es vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Liebe, 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 das ist das jetzt Wichtigste. Liebt euer Leben, liebt euch selbst, liebt eure Freunde, liebt eure Partner, liebt eure Eltern. Und das ist das Wichtigste. Und zwar wirklich, nicht nur so ungefähr, wirklich von ganzem Herzen. Und glücklich sein kommt davon. Wenn man liebt und geliebt wird, ist man glücklich und alles andere ist wurscht. Ganz egal, welche Partei gerade gewählt wurde und ob Krieg ist irgendwo. Wir tun uns so wahnsinnig viel zerpflanzen über alles Mögliche und aufregen und ärgern. Und ich bin nicht für Gleichgültigkeit, ich bin sehr, sehr engagiert. Aber das ist eine andere Sache. Ja? Man muss, wenn man glücklich sein will, muss man zuerst einmal sich selber und das kleine Leben rundherum gut machen.